Herzlich willkommen auf dem Pflichtsender zur zweiten Folge der Reihe Pflichttipp. Heute über das Wetter und die Frage, wie kann man schönes Wetter vorhersagen? Wetter kennt ihr ja alle, gibt es in verschiedenen Formen und Farben, Regen, Sonne, sehr interessant. Wichtig ist dabei allerdings die Frage, könnt ihr selbst, indem ihr schlichtweg aus dem Fenster herausschaut, irgendwie feststellen, wie das Wetter morgen wird. Frühere Generationen waren natürlich dazu in der Lage. Leider ist dieses Wissen mittlerweile verschütt gegangen, da man im Fernsehen oder im Radio hören kann, wie das Wetter in den nächsten Tagen sein wird und man diesen Dingen normalerweise dann auch vertraut oder auch vertrauen kann. Was passiert aber, wenn ihr mal kein Radio zur Verfügung habt oder keinen Fernseher oder einfach mal so wissen wollt, was für Wetter es denn morgen sein wird? Und dazu gibt es in der Tat sehr einfache Möglichkeiten, um das festzustellen. Die Anzeichen für schön Wetter sind in erster Linie der Luftdruck, also wenn ihr einen Barometer habt, also ein Gerät, mit dem ihr den Luftdruck messen könnt, dann könnt ihr feststellen, wie hoch der Luftdruck ist und dann sagen, wenn der Luftdruck hoch ist oder wenn der Luftdruck steigt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass es wieder schönes Wetter gibt dem nächsten Tag. Die zweite Möglichkeit ist zu gucken, wie ist die Temperatur tagsüber, wie ist sie nachts. Und wenn es da große Temperaturunterschiede gibt, dann ist das auch normalerweise ein Zeichen für schönes Wetter. Dann der Tauer Morgen, also Wassertropfen, die sich am Morgen um 6, 7, 8 Uhr in der Früh auf dem Gras zum Beispiel bilden, sind auch wiederum ein Anzeichen für schön Wetter. Oder aber auch Nebel am Morgen, der sich aber dann schnell auflöst. Also nicht Nebel, der den ganzen Tag bestehen bleibt, sondern Nebel, der am Morgen in der Frühe auch wiederum entsteht, sich aber dann wieder auflöst, ist auch ein Zeichen, dass es schönes Wetter am Tag geben wird. Oder auch im Sommer gibt es noch die Möglichkeit zu gucken, aus welcher Windrichtung der Wind kommt, und bei Ostwind kann man auch eher von schönem Wetter ausgehen. Außerdem gibt es natürlich noch diese ganzen alten Bauernregeln und diese Ideen, die sogar schon aus der Bibel heraus stammen. Also zum Beispiel steht in der Bibel auch, dass wenn es am Abend rot geben wird, dann ist das Wetter am nächsten Tag schön, während wenn es am Morgen rot geben wird, dann wird es eher schlechtes Wetter geben. Diese Regeln funktionieren alle zu einem bestimmten Grad. In der Tat. Eine ist zum Beispiel auch die, dass Schwalben höher fliegen, wenn es schön ist, und dann gibt es schönes Wetter, wenn die Schwalben höher fliegen. Der Grund dafür ist aber ein ganz anderer, und zwar der Grund dafür ist wiederum der Luftdruck. Und bei hohem Luftdruck bedeutet es das einfach, dass es Aufwärtsströme gibt und damit fliegen die Insekten höher, also das Futter der Vögel und der Schwalben. Damit fliegen die Schwalben dann höher und deswegen fliegen Schwalben höher. Und es ist also keine Folge, dass es dann schöneres Wetter gibt. Es ist nicht so, dass jetzt die Schwalben höher fliegen und deswegen gibt es dann schöneres Wetter, sondern es korreliert einfach. Das heißt, beides findet zum gleichen Zeitpunkt statt, wird aber durch ganz unterschiedliche Dinge verursacht. Dann die zweite Möglichkeit zu gucken ist beim Lagerfeuer, dem Rauch. Also auch hier ist es eigentlich eher eine Messung wieder vom Luftdruck und von den Wärmeströmen in der Luft. Weil wenn man eine Rauchsäule hat, die halt steil ist, dann ist das wiederum ein Zeichen für gutes Wetter. Während wenn sich der Rauch eher zur Seite ausbreitet, ist das eher ein Zeichen für schlechtes Wetter dann wiederum. Und ein sehr guter Tipp, der zwar extrem einfach ist, aber den man trotzdem nicht vergessen sollte, ist, dass in der Regel ist das Wetter am nächsten Tag so, wie es heute ist. Und das ist in über zwei Drittel der Fällen so. Vor allem ist das so, wenn über mehrere Tage schon das gleiche Wetter besteht. Der Mond an sich ist allerdings überhaupt nicht geeignet, um Wetter vorherzusagen, also schön oder schlecht Wetter. Der Mond und seine Bedeutung bezüglich Wetter, das sind alles Mythen und es gab bisher noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Mond tatsächlich in irgendeiner Art und Weise das Wetter vorhersagen, verändern oder irgendwie mit dem Wetter in Zusammenhang steht. Dann in den Bergen gibt es noch die Ausnahme, dass wenn ihr jetzt auf einem kleinen Berg steht und ins Tal guckt am Morgen und da sich wiederum Nebel bildet, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass es auf dem Berg dann schöneres Wetter über den Tag hin geben wird.
Gut, das war's auch schon wieder mit diesem Pflichttipp Nummer 2. Ihr habt also gesehen, ja, man kann Schönwetter vorhersagen. Am besten ist es, wenn ihr natürlich gerade für den Luftdruck, wenn ihr da Interesse habt, ein kleines Logbuch besorgt, ein Barometer besorgt und das für mehrere Tage mal aufschreibt und seht, wie sich dieser Luftdruck dann verändert und vergleicht, was wirklich passiert. Wenn ihr viel Geld habt, könnt ihr natürlich auch diese Barometer so kaufen, dass ihr mit einem USB-Anschluss zum Beispiel diesen dann an den Laptop anschließen könnt und das automatisch mitloggt, was da passiert. Und so habt ihr eigentlich auch schon die erste eigene Wetterstation im Haus. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt einfach was in die Kommentare und dann kann man auch noch weiter gucken, wo man gute Utensilien für diese Wetterforschung bekommen kann. Ja, das war's also wieder mit dem Pflichttipp auf dem Pflichtsender. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis bald.